Willkommen zurück zu Yooka-Laylee! Willkommen im wundervollen erweiterten Capital Casino. Viel Spaß mit unseren betrügerischen, verführerischen Spielen. Ich habe nämlich offscreen die Welt hier erweitert. Ich denke, das macht jetzt auch Sinn. Ich konnte mir hier so einen kleinen Überblick verschaffen. Oh, es sieht nach ein paar lustigen Rätseln aus oder nach ein paar lustigen Spielen. Und ich habe nicht nur die Welt offscreen erweitert, nein, ich habe mir auch noch einen neuen Gratis-Move von Trouser abgeholt. Und den möchte ich euch mal zeigen, denn ich fände den echt krass. Schaut euch das an. Wir können einfach fliegen. Hier, wir können einfach fliegen. Dumm-di-dumm. Wir können eigentlich alle Plattformen auf einmal instant erreichen. Naja, okay, die Energieleiste verschwindet natürlich etwas, aber man hat immer noch genug Zeit, sich einigermaßen in eine gute Lage zu bringen mit diesem Flug, nenne ich es jetzt mal. Komm, wie komme ich da jetzt ran? Schade, ich dachte, da oben wäre jetzt ein Loch, dann könnten wir da so von oben durch. Hui! Schön an den ganzen Federn vorbei, läuft. So, ich würde auch sagen, wir bringen mal ein paar Pages oder ein paar Spielmarken hier ab. Hey, Bankhalter, wir haben genug Gewinnmarken für ein Pagey. Verstehe, lasst eure Pages aber nur nicht herumliegen. Man weiß nie, welche Gauner in der Nähe sein könnten. Jo, danke schön. Die nehmen wir doch gerne mit. Hier kann man rein. Laserrisiko. Was geht hier ab? Wieder so eine Maschine hier. Ein paar Schmetterlinge. Die brauchen wir eigentlich noch nicht. So, wie geht's hier? Ey, nur für Mitarbeiter. Liest denn niemand das Schild? Sorry, wir sind einfach dem Fehler nachgegangen. Wenn ihr schon mal hier unten seid, könnt ihr mir auch einen Gefallen tun. Ihr seid nicht die einzigen Eindringlinge heute. Schafft mir diese Kartenkreaturen im Generatorraum vom Hals. Dann gibt es eine Belohnung. Wir arbeiten grundsätzlich nur gegen Pages im Voraus. Ich habe keinen Pagey, aber ihr könnt ein paar Casino-Gewinnmarken haben. Wenn ihr die Kreaturen platt macht. Wie sieht's aus? Wir helfen, aber sonderlich sicher sieht es da drin nicht aus. Oh ja, ich hätte den Riesenlaser erwähnen sollen. Auf den müsst ihr aufpassen. Ich mache euch mal die Tür auf. Oh, vielen Dank für die doch so ungefährliche Aufgabe. Aber wo ist hier ein Riesenlaser? Der ist so mega schmal. Als ob das jetzt so schwer ist. Kommen wir denn hier durch? Nö, kommen wir nicht. Hä? Wenn ich das jetzt berühre, kriege ich bestimmt Schaden, ne? Ja. Hallo. Muss ich hier tatsächlich... Ah, warte. Kann ich hier einfach hochfliegen? Nö. Oder muss ich mich unsichtbar machen? Bringt genauso wenig. Oh, das ist auch meine ganze Energie weg. Upp. Ich brauche Energy. Wie stellen die sich das hier denn vor? Bin ich jetzt völlig bescheuert oder was? Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ja, es kann doch nicht so schwer sein, oder? Sag mir, gib mir mal einen Tipp, du Arsch! Ey, für halbfertige Arbeit bekommt ihr keine Belohnung. Schafft den Rest auch noch raus. Ja, aber wie? Luganove. Oder mit dieser Mega-Rolle hier. Wie ging die denn nochmal? Oh, nee, Leute. Wie ging die scheiß Rolle denn nochmal? Denn das ist unsichtbar. Das ist Fliegen. Na toll. Ganze Energie wieder weg. Läuft. Hm.
Da! So ging die. Er bringt auch nichts. Hä? Ey, das kann jetzt hier nicht so schwer sein, oder? Das ist doch scheiße. Das muss doch irgendwas mit diesem Laser auf sich haben, oder? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich muss hier erstmal passen. Ah, Mann, du Arsch, du. Was ein Fail-Start hier in dem Part. Wieso musste ich hier gleich wieder so einen Kack entdecken? Ja, vielleicht finden wir auch noch andere Sachen. Ach, du ahnst es nicht. Rextro! Wollen wir uns den antun, oder was? Hier ist auch noch wieder so ein Automat. Wie viele von diesen Dingern gibt es hier denn, ey? Nein, Mann. Und dann auch noch nicht mal geschafft, ey. Ja, die Automaten nerven aber auch. Es sind einfach zu viele. Und mein Timing ist natürlich auch miserabel gerade. So, jetzt aber. Ja, sieht besser aus jetzt. Bupp. Und da ist die Spielmünze. Aha, dann können wir hier direkt mit Rextro weitermachen. Wohl oder übel. Aber vielleicht haben wir hier ein ganz witziges Spiel. Ach, ich muss hier erst mit Rextro reden. Moin, du alter Sack. Freunde, Rextro, froh euch zu sehen. Und wir freuen uns, dass du dich an uns erinnern kannst, Rextro. Oh ja, Rextro hat sich in modernen Spielakademie eingeschrieben. Rextro lernt über moderne Trends. Hast du schon gelernt, wie man nervige Charakterdialoge überspringt? Das ist einfach. Typisch. Werfen wir mal deinen Spielautomaten an, Rextro. Super krass. Rextro sieht, dass Freunde Spielmünze haben. Bitte gehe zu Spielautomaten und drücke X, wenn du Spiel schaffst. Gib Rextro Spezialgewinn. Okay, Rextro. Ich werde mir Mühe geben. Press Button. Ja. Ich stehe direkt hier vor. Ach so, jetzt geht's. Wollen Freunde spaßiges Automatenspiel spielen? Jo, ich will. Ob es denn wirklich auch so spaßig wird? Ja. Lassen wir uns überraschen. Bahn wechseln, springen, Ballrolle, bremsen. Okay, sammle Federn, springe und weiche aus. Schnapp die Power, hol dir den Highscore. Ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wird schon nicht so mega schwer sein. Die bisherigen Rextro-Spiele, ja, sind machbar. Hin und wieder etwas kniffliger, aber alles im grünen Bereich. Okay. Was? Ja, los, setz dich ab. Oh mein Gott. Steuerung ist ja des Todes. Okay, erstmal reinfinden hier in den ganzen Kram. Komm, mach die Rolle. Schon links gedrückt, ey. Und wie springt der denn? Wie so ein Lappen, ey. Bremst sich selber voll aus. Ja, so, jetzt bin ich aber ein bisschen besser drin, ne? Ja, Leute, das war so ein bisschen Anfangsschock-Moment hier. Ich dachte erst, was ist jetzt denn los? Obwohl ich sagen muss, der Screen überholt mich relativ fix, ne? Oder bilde ich mir das nur ein? Und Verwundbarkeit ist natürlich gut. Wie viele Punkte brauche ich denn? Ach, wenn ich das wüsste. Umgekehrte Steuerung? What the hell? Muss ich auch noch überlegen?
Hä, wo bin ich denn jetzt? Hey! So, Steuerung ist jetzt allerdings wieder normal. Hey, das ist ja... Alter, wie viele Punkte ziehen mir die denn ab, wenn ich hier auf Screen bin? Oh, gar nicht so übertrieben. Wie viele Punkte brauche ich? Bestimmt so 10.000 oder sowas? Ich kann das auch gerade gar nicht einschätzen. Obwohl, 10.000 habe ich ja jetzt schon. Ich habe ja auch hier ordentlich Punkte liegen lassen, ne? Nein, 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 jetzt habe ich das schon wieder geschluckt. Ich denke mal, das ist irgendwie, ja, was Gutes, wenn ich hier was einsammle, ne? Das war aber scheiße. Unverwundbarkeit. Alter, wie schnell das geht. Ey, das ist voll schwer. Und was, man kann hier sterben? Was ist denn hier los, ey? Das ist ja unfassbar. Oh nein, Freunde, keine Leben mehr, aber kein Zurücksetzen nötig. Neuer Versuch kostenfrei. Möchten Freunde wieder spielen? Ja, ich würde sagen, wir machen doch direkt einen neuen Versuch. Und ich habe so das Gefühl, das wird eines der schwersten Minispiele hier bei Rextro. Steuerung ist übertrieben scheiße. Es ist einfach so irgendwie richtig komisch. Der Screen holt einen richtig schnell auf. Und man kriegt einfach ultra viel abgezogen. Und man hat sogar noch Leben und kann hier sterben. Und ich habe auch absolut kein Ende gesehen hier. Guck mal, ich hole mit der Rolle so viel Screen ein, dass ich ein bisschen mehr Spielraum habe. Aber man wird direkt wieder eingeholt. Das ist wenig nervig. Und wieso kann ich das nicht mit dem Steuerkreuz lenken? Das regt mich auch auf, dass ich das mit dem Joystick lenken muss. Joystick ist natürlich noch so ein bisschen sensibler. So, jetzt hier mal nicht so schnell wieder Leben verlieren. Ich glaube, die Kunst ist es einfach nur anzukommen und genug Punkte hat man denn eh. Auch wenn ich mich mit der Vermutung jetzt hier nicht aus dem Fenster lehnen will. So, jetzt bin ich aber bisher, glaube ich, ganz gut hier im Geschehen. Nein, 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 kaum sag ich das, ramm ich da. Aber alles gut. So, die Dinger sammle ich jetzt nicht ein. So, noch nicht einmal Schaden bekommen, das ist gut. Och man, da war ich schon weg, oder was? Okay, ein Schmetterling weniger. Dachte, das lassen die noch zählen. Komm, lauf. Komm durch da. Oh. Ich bin so angespannt, ne? Ey, wo ist das fucking Ziel, Mann? Jetzt bin ich hier schon wieder tot, oder was? Oder, ne, ich lebe noch. Jetzt bin ich tot. 4.700 Punkte habe ich verloren. Ey, guck mal, wo die mich hinpacken, ey. Schwarz, ich war doch noch drinne. Guck mal, ich hatte 18.000 vorhin, jetzt habe ich noch 7.000. Ey, die sind nicht mehr ganz dicht bei dem Spiel, wa? Es laggt es auch noch. Und tot. Ey, Mann, was ist denn das für eine Scheiße? Oh, Mann. Das ist das schlechteste Minispiel, was ich jemals spielen musste. Und das ist ultra lang und ultra scheiße. Playtonic, was habt ihr da gemacht, ey? Boah, jetzt habe ich aber auch den richtigen Wutpuls erreicht. Hier, wenn ich das jetzt wieder verkacke, ticke ich aus und beleidige hier alle. Das soll so eine Scheiße, Mann. Muss ich mich hier mit diesem dreckigen Rextro die ganze Zeit rumschlagen, oder was? Was hat der für ein Kackspiel erfunden? Dafür würde ich ihn am liebsten töten, ey. Kackvieh, ey. Und denn der Anfang ist ja völlig, völlig irrelevant, weil dieses Spiel so lange geht, ist es scheißegal hier. Hier lässt man sich eh noch nicht treffen. Die Punkte sind eh bald wieder weg, weil es wird nachher, habt ihr ja gesehen, so eng alles, dass man die eh verliert. Boah. Übelst am Schwitzen, Leute.
Und das ist auch so, ich habe das Gefühl, ich spiele dieses Spiel online hier gerade. Ich springe und er macht das erst eine Sekunde später. Das geht mir auch ziemlich auf den Geist. Nur diesen Spurenwechsel hier nach links und rechts und so, den macht er so auch, wie ich es eintippe. Relativ fix, denn also das Springen ist auch richtig komisch. Und wie langsam der auch hoch springt, ne? Als ob heute nichts mehr zu tun wäre. Komm, gib Gas jetzt, ey. Ich bin jetzt hier im Tunnel, Leute. Muss mich konzentrieren hier. Dann schaffe ich diese Scheiße nicht. Einfach hier alles ausweichen irgendwie. Ich habe jetzt 16.000 Punkte. Wenn ich damit ins Ziel komme, langt das locker, glaube ich, wa? Aber komme ich ja nicht. Boah, war ich überhaupt schon mal so weit? Ich weiß das gerade gar nicht. Ja, doch, war ich locker schon. Ey, wo ist das Ziel? Das kann nicht wahr sein, Mann. Oh, wie krank. Komm jetzt, komm, spring darüber. Ach stimmt, hier war ich schon. Oh, der Screen holt mich gleich ein hier. Die Rolle einsetzen. Okay, wieder ein bisschen Zeit reingeholt. Und ein paar Meter gut gemacht. Ey, komm, wo ist das Ziel, ey? Nein, 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 nein. Ah, hier sieht es gut nach dem Ziel aus. Oh mein Gott. Ja, wie soll ich die denn alle kriegen? 24.000. Okay, jetzt habe ich mich nur einmal treffen lassen. Und das wird ja wohl lang. Puh. Gut gemacht, Freunde. Das war toller Sieg. Bevor ich Belohnung gebe, Kurs für moderne Spiele sagt, Rexfrosol anbieten, Access-Leistung auf Live-Feed mit Video-Replays zu spammen. Nein, danke. Ich bin Jukas einziger Freund und ich sehe es live von seinem Kopf aus. Versucht Spiel gerne nochmal. Wenn Freunde Highscore schlagen, gibt Rextro noch einen Preis. Ich hab vergessen, dass man bei den Rextro-Spielen ja immer zwei Pages bekommen kann. Indem man den Rextro Highscore noch schlägt. Jetzt bin ich mal gespannt, was sein Highscore ist. Wo kann ich das sehen? Da, Rextro. What the fuck? 24.000 soll ich schlagen? Ich hatte gerade genau 24.000. Und ich dachte, ich wäre richtig gut gewesen. Alter, ich muss jetzt also noch besser sein jetzt gerade, weil genau 24.000 langt dann wahrscheinlich nicht mal. Das können die nicht ernst meinen. Oh meine, 24.000. Oder haben die jetzt einfach den Highscore genommen, den ich vorher hatte, wie ich ins Ziel gekommen bin? Kann auch kein Zufall sein, dass der auch genau 24.000 hatte. Das gibt es doch gar nicht. Gerade bin ich nur einmal out of the map gekommen. Wenn ich mir das sparen würde, dann hätte ich es auf jeden Fall geschafft. Aber man kann ja eh nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Selbst wenn ich jetzt 100 Punkte mehr gehabt hätte, hätte es trotzdem nur eine Page erstmal gegeben. Das heißt, man muss das zweimal machen. Was schon schrecklich genug ist. So, der Anfang ist easy auf jeden Fall. Mega sogar. Bloß das Ende wird halt echt knifflig. Muss man sich genau konzentrieren, wann man welchen Knopf drückt sozusagen. Vor allen Dingen darf man nicht an diese großen Casino-Münzen hängen bleiben, weil dann ist los da, Leute. Der Screen hat euch so schnell eingeholt, denn... Dass man halt so... Na,
Nein. Guck mal, wie viel ich verloren habe und schon... Oh Mann, ey. Wieso ist das jetzt passiert? An so einer einfachen Stelle auch. Jetzt muss ich auch noch hier ein bisschen mehr riskieren, was Federn sammeln angeht. Ja, das war natürlich jetzt richtig bitter. Oh, wegen einer 100er Feder über die ganze Map da gegangen. Nein! Hey! Wieso bleibt er da hängen? Ich bin doch gesprungen, Mann! Ich kann kotzen, wa? Ja, das schaffe ich ja Leben jetzt nicht. Und nur noch ein Schmetterling. Komm, lauf doch! Auf was wartest du, Luca? Was macht der denn da, Mann? Guck mal, wie viel Meter ich raushole. Auf einmal geht er voll in die Bremse. Kann doch nicht angehen, ey. Ich hab nicht mal 10.000, Alter. Guck mal, das geht nicht. Ach, ey, das ist das hässlichste Minispiel, was die Playtonic jemals in ihrem verkackten Leben ausgesucht hat, ey. Scheiße, Mann. 13.000, wie soll ich denn 24.000 nochmal schaffen? Und dann mit dieser verkackten Drecksteuerung, ey. Ja, Rexo, ungelogen, ey. Laberst du mich noch einmal voll in dem Park, gebe ich dir eine Schelle. Alter, ey. Versuch's noch einmal, Leute. Und wenn's denn nicht klappt, dann... drauf geschissen. Ehrlich, richtig heftig drauf geschissen. Kann Rextro hier die Pagey für sich behalten und sich seinen fetten Arsch mit abschmieren, ey. So, nochmal durchschnaufen jetzt und nochmal ernsthaft versuchen. Ah, okay, ich habe die ganze Zeit ernsthaft versucht, aber... manchmal passieren einfach Sachen, da steckst du nicht drin, ey. Ah, das ist so frech, wie viele Punkte die einen abziehen. Ungelogen, das ist so frech. Und wie langsam der auf einmal läuft, wenn man sich nach vorne rollt, ey. Sag mal, hast du eine Fußkette irgendwie am Fuß oder was? Als ob der festgewachsen ist auf einmal. Oh Mann, ey. Dieser Parcours geht auch einfach viel zu lang. Krank, das ist echt krank. Allein, dass ich jetzt schon weiß, dass ich noch nicht mehr die Hälfte habe, da wird mir schon schwindelig. Boah, hier bin ich schon wieder fast hängen geblieben. So, jetzt habe ich schon 20.000. What the fuck? Okay, ich wurde getroffen, aber ich bin nicht auf Screen. Alles gut. Bin noch im Screen. Guck, ihr gesehen, wie das geleckt hat? Okay, ist Online-Spiel. Habe ich vergessen. Und wieso habe ich... ach so, weil ich getroffen wurde. Sechzehntausend nur noch. Das ist so frech. Ich war doch gar nicht richtig raus. Ich schaffe es wieder nicht. Warum gibt es hier zum Schluss nur noch so kleine Federn? Damit man es ja nicht mehr schaffen kann, ne? Ist so, Leute. So, das muss ich hier ordentlich holen.
Ja, 24.400. Oh mein Gott, ich hab's doch noch geschafft, ey. What the fuck, ist das eine Kack-Drecks-Mission gewesen? Komm, Rexo, gib mir die Pagey. Und verzieh dich. Super krass, Freunde haben Highscore geknackt. Freunde verdienen Profilmedaille für diesen Erfolg. Aber Rexro hat kein Budget mehr. Kein Thema, uns reicht der Pagey. Möchten Freunde wieder spielen? Oh mein Gott, im Leben nicht mehr. Diese Frage alleine schon zu stellen, ist eine absolute Frechheit. Leute, ich muss den Part hier erstmal beenden. Ich muss mich wieder abkühlen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Yooka-Laylee. Haut rein, bleibt gesund. Ciao.